360 Kubik, ordentlicher Propeller, 3 Meter und 58 Spannweite. Moment, jetzt ist mir das Blatt umgefallen, das ist wahrscheinlich dann noch das falsche Datenblatt. 3,60 Meter Spannweite und 56 Kilo, also er überschreitet die Masse, braucht für das Modell eine Zulassung. Abnahmeflüge haben wir jetzt schon ein paar Mal erklärt. Ja, das kannst du locker im Stehen anschmeißen. Ja, und der Frank, der dann gleich die Steuerung übernimmt aus Hallopin, der ist auch schon zum wiederholten Mal hier als Gastpilot dabei. Kommt immer gerne wieder. Jetzt lässt er den Motor warm laufen, dass die Gehäuseteile, die Motorteile auf Temperatur kommen. Dann werden Sie gleich sehen, dass das Modell dann wirklich festgehalten werden muss, wenn er seinen Gastest macht. Ja, die haben da auch ordentlich festzuhalten bei 360 Kubik. So, mal vollen Schub und dann ist er schon in der Luft. Und übrigens nochmal als Nachtrag für eine kleine Notlandung eben, die Außenlandung, das hat nur den Propeller gekostet, da wird jetzt ein neuer Propeller draufgeschraubt und dann ist unser kleines Unikat schon wieder fliegbar. Währenddessen jetzt unsere Pitts S12, unser Riesenkunstflugmodell. Ja, das Modell ist auch kleinkindtauglich, würde ich mal sagen. Also könnte man so ein kleines Kind durchaus reinsetzen. Der Maßstab 1:2, also wenn er davon ausgeht, dass ein normaler Mensch um die 1,80 groß ist, setzen wir mal niedrig an, dann kann ein 90 cm großes Kind da schon bequem drin fahren. Geschätztes Alter 81, okay. 81. Ja, und der Mensch, das gefällt mir super, hier hat zwei Gelegenheiten. Die erste wäre heute Abend, Stichwort kleine Party mit Nachtzugprogramm, beleuchtete Modelle, gastronomische Versorgung sichergestellt und ein großes Abschlussfeuerwerk. Dann bleibt das Gelände auch, ich sag mal, uns bis nächste Woche so erhalten in der Form, weil nämlich in der nächsten Woche hier ein Wettbewerb zur deutschen Meisterschaft, ein Teilwettbewerb zur deutschen Meisterschaft im Modellhubschrauber-Kunstflug stattfindet. Da geht es noch viel um Präzision, da wird teilweise nach Musik geflogen. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie ruhig mal vorbei. Die Piloten freuen sich da auch immer wieder über Besucher. Einfach mal vorbeischauen, sich das anschauen, das ist auch mal sehenswert. Ansonsten darf ich den Blick wieder ein bisschen aufs Modell richten. Zeigt hier wunderschön weichen Kunstflug, sauber geflogene Figuren und das in dieser Größe. Boah, ein Turn. Lässt sie durchsacken, schiebt das Gas wieder rein. Natürlich auch eine schöne Lackierung, so ein kräftiges Grün am Himmel, sehr kontrastreich. Ja, die Technik, die verbaut oder generell in so einem großen Modellen verbaut wird, das ist dann auch High-End. Das sind sehr leistungsfähige Servos, die natürlich auch enorme Kräfte auf die Ruderflächen bringen müssen.
Und die Stromversorgung, also die Versorgung der Zündung und der anderen wichtigen, also der Steuerung der Empfänger mit den Servos, das ist alles redundant ausgelegt, wie in der Fliegerei üblich. Wenn man dann Ausfall hat, übernimmt sofort der andere Kreis. Da überlässt man wenig dem Zufall. Aber wie gesagt, man muss das Modell immer noch sicher beherrschen und das macht der Frank hier ausgezeichnet. Ja, jetzt hat er sich hier so halb einmal übers Flugfeld geslippt. Gerade schon mal einen Überflug gemacht, sich schon mal ein bisschen diese Landeeinteilung angeguckt, wie es mit dem Wind so ist, als Generalprobe. Und hier kommt er jetzt zur Landung rein und schauen Sie mal, wie er diese Riesenmaschine mit dem Gewicht hinsetzt. Jawohl, und hier ist sein Applaus. Wohlverdient. Vielen Dank, dass du dieses besondere Modell heute mitgebracht hast.